Wie war noch mal der Code? Das habe ich vor lauter Aufregung gerade vergessen. 4948. Richtig. Awesome. Awesome, 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 awesome. Okay, was sollen wir denn transplanten? Birgis Balex? Dr. Alex Birgis Balex. Natürlich, natürlich. Ach nein, wir sind ja Nigel Burke. Also unser Doktor heißt der Nigel Burke. Aber eigentlich heißt er, ist sein Pseudonym O-Comic, der beste Arzt der Welt. Ah! Man rutscht ja so leicht in die Alienhaut ab. Aber warum liegen die Instrumente auch meistens so, dass man nicht ordentlich rankommt? Hm? Sag mir das mal eine. Okay. Wow! Geringer Blutverlust, das ist nicht schlimm. Geringer Blutverlust ist immer ein Zeichen davon, dass der Patient überhaupt noch lebt, weil er hat überhaupt noch Blut in seinem Kreislauf, was er verlieren kann. Ach so, was ist das hier überhaupt? Aha. Zahntransplantation, hey, bam, bam. Nee, das ist nicht für Zähne gedacht, wie es aussieht. Ah, das ist wahrscheinlich, um die Knochen kaputt zu machen. Scheint aber nicht die feine englische Art zu sein hier. Also nicht die sanfte Methode. Aber irgendwo zu wird es schon so ein Alien-Ding gut sein. Also irgendwas werden wir schon damit anfangen können. Jetzt werden wir erstmal den Burgers Balex rausnehmen. Das mache ich natürlich total souverän, wie ihr wisst, weil ich ja genau weiß, was der Burgers Balex denn eigentlich ist. Und das ist auch ein ganz wichtiges Organ für die Aliens. Ja, ohne das können die natürlich gar nicht existieren. So ein Burgers Balex, das ist quasi, ja, der Blinddarm der Aliens. Ohne den können die gar nichts mehr machen. Wenn der nicht da ist, dann ist das natürlich ganz kritisch. Lass das mal den Papa machen. Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Den Papa macht das gut. Lass das mal den O-Comic machen, denn er ist der beste Arzt der Welt. Lass das mal den O-Comic machen. Der kann das von Haus aus gut. Burgers Balex, vielleicht bist du schon unser gesuchtes Objekt. Ah, mein Karatehand ist schon etwas erschlafft von vielen Gläser durchschlagen. Jetzt fummelt das Ding da rein, ey. Ich weiß genau, dass du der Burgers Balex bist. Komm schon, da! Hm. Scheint nicht so zu sein, dass es der Burgers Balex war. Da müssen wir noch ein bisschen weiter rumdoktern. Oh, Doktor, Doktor. Was tun Sie da? Ich rette Ihr Leben. Und die Weltraumschwestern müssen mir natürlich dabei assistieren. Weil ohne Weltraumschwester kann man natürlich so eine schwierige Operation auch gar nicht durchführen. Oh, die Dinger da sind auch im Weg. Bip, bip. Es ist auf jeden Fall sehr gut oder auch vielleicht sehr schlecht, dass das Alien einen Herzschlag hat. Weil ich gar nicht weiß, ob Aliens eigentlich einen Herzschlag haben sollten. Hört sich echt so wie die Akte X-Musik an. Hä? Habe ich den jetzt hier nicht rausgetrennt?
Da hilft nur noch das Präzisionsinstrument Nummer Uno, der Löffel. Da, 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 ich löffel dich. Das sieht so ein bisschen aus wie Gelee. Leckeres Gelee. Gelee. Wir sollten unsere Patienten vielleicht lieber nicht essen. Aber er wollte es ja so. Und jetzt muss er dran glauben. Ach, nee, nicht 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 9. 4, 8, 4, 9. Dieses Pad ist auf jeden Fall besser geeignet als das im Raumschiff, weil das in dem Raumschiff war gerade dran und das hier so ein bisschen angeschrägt. Macht sich auf jeden Fall gut. So, da ist er ja wieder. Kann ich einfach die Hand jetzt schon? Ja, natürlich. Wow, Hand. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir operieren sollen. Aber an sich ist es auch egal, weil ich weiß sowieso nicht, was was ist. Das heißt, wir können jetzt mal in Ruhe uns um den Brustkorb des Patienten bemühen. Hier geht's echt schnell mit dem Ding. Das ist ziemlich krass. Vor allen Dingen, dass das auch so gut abgeht. Teilweise jedenfalls. Wenn es denn auch mal wegfliegen würde. Ah, nicht in den Patienten. Du weißt doch, der Patient soll am Leben bleiben und nicht an Blutverlust sterben. Kriege ich das Ding nicht weg, komplett? Anscheinend nicht. Ah, dann machen wir noch das hier unten. Ah, sehr nice, sehr nice. Komm schon. Ich weiß, du willst es doch auch. Das sage ich übrigens zu allen Patienten. Ich weiß, sie wollen es doch auch. Sie wollen doch auch wunderschön sein. Ich habe voll die Idee für eine neue Serie, ja, für eine neue Doku-Soap, ja. Ein Doktor, der Leute verschönert. Vor allen Dingen Aliens. Also das käme bestimmt auch im Universum total dufte an. Und bei den Aliens, ja, wenn die unser Fernsehprogramm gucken und sagen dann, oh, guck mal, der macht uns total hübsch. Da bewerbe ich mich als Arzt, ja. Täusche ich natürlich erstmal so ein Medizinstudium vor. Es kann ja nicht so schwer sein, das selber zu lernen. Ich meine, lesen kann ja jeder. Ah, geh weg. Hässliches Ding. So, ich nehme jetzt erstmal alles raus, was keine Miete bezahlt. So, das da. Weg damit. Ich werde jetzt hier erstmal alles so weit rausnehmen, was halt, wie gesagt, keine Miete bezahlt. Und werde dann einfach alles einsetzen, was so geht. Ich meine, es passt ja relativ viel in so einen Alienkörper, wie man sehen kann. Hier ist einiger Platz drin. Oh, komm schon her. Das sieht aus wie so ein... Das könnte eine Leber sein. Ich als professioneller Arzt habe das natürlich sofort erkannt, was das ist. Es ist nicht von Pilzsporen überzogen, die leuchten. Damit kann er nämlich sonst im Dunkeln auch relativ cool lesen, ja. So. Ah, meine Hand. Aua, aua, meine Hand, meine wertvolle Hand. Komm her. Okay, es scheint so, als müssten wir diese Operation nicht machen. Hätte ja sein können, dass es diese Operation war. Naja, weg mit dir, dann machen wir halt weiter mit, genau, dem Ding hier. Ah, ich steck fest im Glas. Ah, sind das für Gläser hier? Bestimmt Alienkraftfelder und kein Glas.
Ich habe den schon immer gesagt, nehmt lieber richtiges Gras an Glas. Gras. Tja, habe ich Gras gesagt? Nehmt richtiges Gras. Ist doch alles gut, Alter. Mach dir mal keine Sorgen. Kriegen dich schon wieder hin. Alles wird gut. Und was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Na na du da du dai. Okay, ich kann es mit bloßer Kraftanwendung scheinbar nicht zerstören. Arr, meine Hand steckt fest. Ah, lass los, du Alien Beast. Ich habe nur noch ein Instrument, was mir helfen könnte, dieses Ding da kaputt zu machen. Und das wird wahrscheinlich auch den Patienten umbringen. So, das ist das Teil hier. Vielleicht müssen wir das Ding ja rausnehmen. Komm schon, komm her zu Papa. Ah, wunderbar. So funktioniert es mit chirurgischer Präzision. Haha! Ich habe es transferiert. Ich habe ihn operiert. Ich weiß nicht, was es war, denn ich habe am Anfang nicht aufgepasst, aber das ist ja klar, denn ich bin der beste Arzt der Welt. Mir fällt das alles leicht. Drum springe ich jetzt ab in den Teich und bade dort und prügel dann später die Aliens windelweich oder so. Yay! Alien-Operation completed! Und der beste Arzt der Welt hat wieder zugeschlagen mit der Alien-Transplantation. Ja, mehr Transplantation gibt es beim Search and Simulator so nicht direkt. Also wir kennen ja schon die normale im Krankenwagen, im Weltraum hammert, also es sind ja genügend da. Es sind dann am Anfang zwar immer so relativ die gleichen, aber was halt auch noch gibt, wie gesagt, diese Aliens-Transplantation und hier Meet the Medic-Transplantation, und die ist natürlich auch sehr schön geworden mit der Überherz-Transplantation sozusagen. Was wir alles schon auch gezeigt haben. Ach, es ist immer wieder ein Genuss, Search and Simulator so zu spielen. Und das nächste Mal zeige ich euch so ein bisschen Search and Simulator mit der App. Ja, ihr habt richtig gehört, mit der Search and Simulator App, die spielen wir dann auch nochmal, weil da gibt es noch andere lustige Transplantationen und die will ich euch natürlich auch noch zeigen, denn da gibt es noch eine Augentransplantation. Und dann gibt es auch noch eine Zahntransplantation, da kann man dann kann nämlich bohren und alles. Ja, also bleibt dran, seid gespannt. Es geht weiter mit Search and Simulator auf jeden Fall und mit der Search and Simulator App. Und da zeige ich euch natürlich ganz verrückte Sachen dann damit. Oh, da gibt es zwar nicht so eine lustige Hand wie hier, aber die Steuerung ist auch nicht ganz so einfach. Also bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Comic. Hey, Telefon. Ruhe jetzt hier. Ich bin Arzt, ich kann nicht gestört werden. Ich brauche meine Ruhe. Ich muss meine Tabletten nehmen. Jetzt lass ich mal ganz kurz so unter den Tisch fallen und dann heimlich.